Hey Leute, den meisten hat es gut gefallen, dass ich es mal live versuche und insofern bleibe ich dabei. Das hat ja gleich mehrere Vorteile. Es ist emotionaler, es ist vielleicht ein Tick authentischer. Wir haben es auch schneller dann veröffentlicht. Insofern drückt mir einfach mal die Daumen, dass ich mich jetzt dann hier nicht zum Seppel mache, sondern dass ich das Ganze gleichzeitig hinbekomme, euch ein wenig zu kommentieren und trotzdem hier noch vor allen Dingen die Punkte im Überblick zu behalten. Das ist so ein bisschen das Schwerste dabei, so ein bisschen die Grundstellung zu betrachten. Das klappt meist ganz gut aus dem FF, aber die Augen korrekt mitzuzählen, das ist dann doch ein bisschen schwerer. So, hier kommt gleich der erste Gang. Das sieht danach aus, als ob mein Partner noch den zweiten Buben hat. Na, Buben wird abgezogen, dann geht es über die Dörfer, also Pik Bube traue ich ohne weiteres meinem Partner zu. Ja, das dürfte natürlich hier glücklich sein für den Alleinspieler. Die blanke Kreuz 10, damit ist der Sack natürlich zu. Jetzt hat er schon genug volle nach Hause. Für mich ist es jetzt natürlich leicht fortzusetzen, nur das nützt uns ja nichts mehr. Dann hat er offensichtlich noch 13 Augen irgendwie Karo im Keller. Da kommt auch der nächste Bube. Und damit ist das Spiel natürlich locker geworden. So, 5 Trumpf, ein Ansatz für Kreuz, könnte auch ein 0 werden. Deswegen, gerade weil es hier zwei Chancen sind, traue ich mich sogar noch mal gegen zwei Reizungen. Aber jetzt wird es natürlich kriminell, wollen wir sagen. Eine 0 halte ich noch mal fest, aber bei 24 steige ich aus. Das sind dann einfach zu wenig Eingangskarten, die mir hier noch helfen, beziehungsweise die Verteilung sitzt dann mutmaßlich auch zu giftig dagegen. Das wäre dann schon unwahrscheinlich, dass ich passend finde. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das hier so eine Flocke ist. So, und da haben wir eine typische Situation. Auch wenn da die 18er Reizung ist, rein was Beine hat, auch wenn ich nur einen Trumpf habe, beim ersten Mal ist die Chance ja immer am größten, dass die Farbe läuft. Also da bin ich nicht ängstlich. So, jetzt hätte ich in dem Fall mit meinem einen Trumpf allerdings doch lieber einfach Karo hinterher gesehen. Ja, das Ass. Es wird wohl so weg sein, aber trotzdem da die Lusche zu legen, ist einfach auch eine super schlechte Option. Dann kann der Alleinspieler, na, entweder er hat dann doch Herz und kommt sogar ganz billig ran, oder er kann auf 0 Augen abschmeißen. Das geht also auch nicht, sage ich mal. Deswegen muss ich dann da in den sauren Apfel beißen und mit dem Ass rauf. So, und jetzt sieht der Spieler, dass er hier alle Trumpf dagegen stehen. Und kreuzfrei. Gut, dann hat er den Drilling Kreuz. Das ist natürlich für uns an sich leicht zu spielen. Einmal Trumpf abziehen und dann Karo, so würde ich es mir erhoffen. Mit Karo komme ich mit dem König ran, behalte die Drohung dann mit der Kreuz 10. Das ist eigentlich am leichtesten zu spielen. So, jetzt aber bitte nicht Herz. Das, ja, so ist es brav, bloß kein Herz. Und damit sollte das Spiel für uns reichen. Es ist sogar nur ein 5-Trumpf, also mein Partner hat sogar noch einen Trumpf. Damit ist das Spiel natürlich völlig chancenlos. Ja, was soll ich sagen? Zwei Reizungen bedeutet meist, dass die Karte nicht gut steht. Das hat Spieler 2 hier, sage ich mal, ignoriert. Klar, kann man sagen, kurze Distanz, volles Risiko, aber das Chance-Risiken-Verhältnis sollte doch ja, ein bisschen auf deiner Seite noch sein. Also so stark war dieses Spiel nun wirklich nicht, dass man den hätte reizen müssen. Was hat er gehabt? 5 Trumpf mit 2, mit Karo Lusch, Doppellusch dabei und Kreuz Ass König Lusch. Klar, Herz 10 im Keller, aber das ist natürlich ein bisschen schlapp gewesen. Jetzt haben wir wieder Spieler 2 am Ball mit einer 30er Reizung. Da juckt es mich ja fast, tatsächlich hier mal die Trumpf 10 auf den Tisch zu legen. Trumpf 10, Karo will ich jetzt an sich nicht anfassen, könnte gerade die blanke Farbe sein. Wir machen das mal. Trumpf 10 raus. Klar denke ich, dass die beiden schwarzen Buben meinem Partner sind, aber wenn nicht, dann setze ich meinen. Dann holen wir erstmal den Trumpfstich, dann kann da nichts passieren, dass mein Partner aus Versehen taucht. Und vor allen Dingen bei 30 vermute ich ja mal, dass er gleich mit Herz kommt, dass das eine Stechfarbe ist. Und da möchte ich eben selber nicht mit Herz anfangen, sondern jetzt natürlich durchladen. So, das ist jetzt ein Tick überraschend.
dass mein Partner da die 8 taucht. Er wird wohl hoffentlich seine Gründe haben. Karo 10 hätte er sonst mit der Trumpf 7 meines Erachtens nach ja immer noch mal stechen können. Also das, ob das jetzt so eine gute Idee war, da eben die Trumpf 7 zu legen, das glaube ich eigentlich nicht, aber werden wir es sehen. Herz, wie vermutet, ist die Stechfarbe aufgrund der Reizung relativ klar. Also das Herz Ass hier retten, Kreuz 10 rein, Einschub Kreuz und dann Karo Damen Stich machen. Gut, nicht Einschub Kreuz, dann werfe ich eben das Kreuzbild rein. Ach, es ist gar kein Trumpf mehr draußen, da habe ich auch eben nicht mitgezählt. Und ja, eben waren es noch 44, jetzt sind es immerhin schon 50, also Spieler 2, der will es hier auf jeden Fall wissen und er arbeitet sich ja auch langsam wieder an die 60 Punkte ran. 61 braucht er natürlich. Werden wir mal sehen, ob er das Konzept so schon in der Gänze verstanden hat. Denn da gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere, muss man sagen. Der eine steigt dann aus, wenn er ein, zwei auf der rechten Seite angeschrieben hat und zieht sich dann ein wenig zurück. Andere, die explodieren dann erst richtig, die haben dann so eine Mentalität, jetzt ist doch alles egal, jetzt kann ich auch weiter trommeln und das schauen wir mal. Hier sieht es aber wohl etwas besser aus. Trumpf stärker auf jeden Fall schon mal. Mindestens 6 Trumpf, vielleicht sogar 7, sonst hätte mein Partner mit 3 Buben, das ist also wahrscheinlich eher 7 Trumpf, deswegen auch hier sofort rauf mit der 10, selbst wenn ich schon vermutet habe, dass der Alleinspieler das Ass hat. Ja, nun sieht es wie ein 7-Trümpfer aus, ganz klar, Herz Ass auch dabei, also das wird hier wohl nichts. Wenn wir nur noch Herzstiche machen, dann werden wir selbstverständlich auch, also den einen Herzstich machen, dann werden wir Schneider bleiben. Ja, sieht so aus, als ob Spieler 2 das jetzt hier mit den beiden Herz-Luschen da noch im Blatt, oder Lusche-Dame besser gesagt, noch austestet. Okay, mein Partner noch bei der Asse, aber wimmelt nicht, auch in Ordnung. Auch in Ordnung, Schneider waren wir sowieso. So, jetzt ist, würde ich sagen, zumindest mal meine Chance, 4 Buben, aber ich sage es euch gleich, ich verdächtige Spieler 2, dass er mir hier ein bisschen Feuer gibt und genauso kommt es auch. Also da muss ich mal gucken, ich habe schließlich keinen vollen, aber doch dann bei 30 komme ich ran. Findung aus der Kategorie hätten wir uns auch schenken können. Dann würde ich sagen, ist das beste Spiel der 7 Trümpfer Karo, auch wenn es natürlich kein teures Spiel ist. Und dann, ja, wie drücken wir den Herzreiz? Was wird aufkommen? Kann da tatsächlich auch 7 Augen drücken. Ja, ich drücke den mal mit 7 Augen. Sieht im ersten Moment natürlich vielleicht gewagt aus, dass ich jetzt jede Farbe halte, wo immer 21 fallen können, aber das wird in der Praxis nicht passieren. Und auch wenn ich eben das Bild halte einmal, dann ist das Spiel auch leicht zu verlieren. Und tatsächlich ist es dann auch droht dann viel leichter noch ein Überstich. Jetzt ist das Spiel schon gewonnen, denn sie haben erst 15 Augen. Ich kann jetzt auch gegen 4 Trumpf alle abziehen. Und danach gibt es höchstens noch 2x 21. Also 57 ist das Maximum, was da noch passieren kann. So, einen noch. Gut, hier. Den kann ich sowieso nicht verbergen. Bup, bup, bup. Führung übernommen. Kurzfristig. Ja, bitte. Ja, bitte. Na, 18 wollen wir mal. Mehr aber nicht. Was ist? Oh, 18 lang. 18 lang. Dann muss aber ein bisschen was kommen. 1, 2, 3, hepp. Na siehst du, so habe ich es mir gewünscht. Das war sogar fast ein Tick noch besser als vermutet. Zwei passende Karten zum Peak. Ja, und da können wir auch einmal von oben ziehen. Entweder wir kriegen Trumpf 10, oder es sei denn, Trumpf steht zu 4, dann haben wir sowieso ein Problem. Wenn es 3 zu 1 steht, kriegen wir mit von oben auf jeden Fall die Trumpf 10 oder geben eben nur einen Trumpfstich ab, so wie jetzt passiert. Also 14 Augen und
Jetzt ist der Schneider dann erreicht, wenn Herz direkt rausgenommen wird oder wenn Herz sogar 2 zu 2 steht und nicht geschnippelt wird. Dann habe ich jetzt schon den Rest, also ein leichtes Spiel. War eben wichtig, dass wir da mal mit der Kirsche die 18 einmal abgetestet haben. So, nun kann ich auch es wieder etwas ruhiger angehen lassen. Spieler 2 ist auch ein bisschen ruhiger geworden, also pendelt sich dann alles so ein. Gut, Trumpf 10 war schon mal kein Problem, aber jetzt Schub, da ist er weg. Und es sind natürlich auch Minimum 6 Trumpf, vielleicht sogar 7. Also wenn mein Partner 3 Unterjungs hat, würde ich ihm eher schon zutrauen, noch ein bisschen weiter zu reizen. Ich frage mich gerade, wenn es ein 7 Trümpfer ist. Eigentlich können wir nur noch gewinnen, wenn er in der Herz 10 steht. Deswegen nicht, wenn er irgendwie im Karo noch ein Problem hat, hat er nicht. Gut, Pik Jung doch bei meinem Partner. Dann ist hier schneiderfrei alles, was drin ist. Dann nehmen wir hier den Karo-Stich auch noch mit. Und die erste Hausnummer auch bei Spieler 3. Herzlich willkommen. Und wieder schneidige 18 aus Mittelhand. Also Risiko, aber sofern es auch nur einen Mucks aus einer Ecke macht, von vorne oder von hinten, dann verabschiede ich mich hier auch aus der Kampfzone und sage, Spieler 2, dein Auftritt. So, einfach bestellte 10. Nach Faustregel müsste ich jetzt eigentlich steigen. Wir haben es eben schon mal gesehen, da hat das nicht geklappt. Ich habe auch nur 2 Trumpf, dann nur die beiden vollen, also ja, spielt Spieler 3. Ach, ich werde es noch einmal versuchen. Na, war also wieder nicht so gut. Gut, wenn da liegt Lusche Dame und er abschmeißt billig, dann ist es auch Asche. Und das Spiel ist offensichtlich mit 3, dann hat das auch, ist es auch alles egal. Und da können wir auch sehen, es war tatsächlich blank ausgespielt. Es war völlig egal, ob ich die 10 oder die Dame lege. Lege ich die Dame, wird geschnibbelt. Wir machen sowieso keinen Stich mehr. Schneider Schwarz war hier nach der blanken Eröffnung nicht zu verhindern. Trotzdem natürlich kein Vorwurf an meinem Partner, denn blankes Ausspiel auf den langen Weg ist üblich und nach Faustregel auch ja, häufig die beste Eröffnung, natürlich nicht immer, wie wir hier gesehen haben. So, jetzt ist Spieler 2 aufgewacht mit ein bisschen besseren Karten. Eingang bei 18. Was sollen wir da überhaupt für eine Chance haben? Na, wir gucken mal. In der längsten Farbe, so richtig lang habe ich natürlich nichts. Abstich Herz Ass wäre natürlich nett gewesen. Ach, guck mal hier, nochmal Schneider Schwarz hintereinander. Ja, da kann man jetzt sehen, wenn solche Karten kommen, an sich hat Spieler 2 ja hier durchaus Material gehabt. Das erste Spiel war gut, diese beiden waren sehr gut. Wenn er da zwischendrin nicht so ein bisschen überkandidelt, über die Stränge schlägt und alle Warnzeichen, Reizung und eigenes Blatt vielleicht ein bisschen zu dünn ignoriert, dann könnte er hier verdammt gut stehen. Und jetzt ist er natürlich auch nochmal wieder wach geworden und hält dagegen, aber den kann ich natürlich nicht gehen lassen. So, das war jetzt natürlich eine miese Findung, muss man sagen. Das muss man neidlos sagen. Bei 24 muss ich natürlich den Kreuz spielen. Da gibt es jetzt 1000 Drückungsvarianten. So wäre zum Beispiel eine. Herz 10 im Blatt halten, man kann auch so drücken, dann hoffen, dass blank rauskommt und sich irgendwo diese Beikarte hier zur Stabilität entwickelt. Ich drücke jetzt mal 20, spiele den 5-Trümpfer, klar habe ich jetzt Pik 7 im Blatt, dafür habe ich einen Karo vollen unten und es ist bei Weitem ja noch nicht gesagt, dass da beide vollen drauf fallen. Ich werde hoffentlich trotzdem in der zweiten Runde Pik dann stechen können, meine Trumpf 10. Ja, das ist dann natürlich nicht zu fassen. Jetzt fallen tatsächlich bei dieser gedrückten Karte im Aufschlagstich 21 eher sehr
Ungewöhnlich. So, jetzt müssen wir natürlich mal überlegen. 20 im Keller, Stechen 34, Karo Ass 45. Aber jetzt denke ich doch, dass ich vielleicht mal ein bisschen noch aufs Herz Ass schielen sollte. Und das kommt auch gleichartig hinterher. Gut, 20, 45. Wenn Karo Ass läuft, sollte ich zu Hause sein. 56. Jetzt brauche ich mir nur noch in Trumpf die Dame oder sowas angeln oder nochmal einen Trumpf König verstechen. Also das müsste jetzt an sich problemlos hinhauen. Und so ist es auch. Schwupp. Schwupp. Ah, Pik Jung jetzt sogar tatsächlich zu zweit. Dann kriege ich tatsächlich sogar noch einen Stich mit dem Herzbuben. Also nach diesem ersten Schock bei 21er Treffer hat sich das Spiel jetzt ganz leicht noch für mich hingespielt. So, wie ist denn eigentlich der Stand? Zwei Spiele noch zu laufen und ich habe 130 und 140 vor, also der Drops ist noch nicht gelutscht. Da können mich natürlich beide noch erwischen. Allerdings, entweder muss dann einer beide Spiele machen und gewinnen oder ein sehr großes, teures Spiel machen. Also mit dem Karo wird er wohl noch nicht an mir vorbeikommen. Tja, das ist ja wieder das Gleiche. Ich habe nur einen Trumpf. Es sind gleich die beiden Vollen in Kreuz, die jetzt hier gefordert werden. Also da geht man natürlich nicht gerne rauf. Was soll vor allen Dingen der Spieler gedrückt haben? Nee, also da tauche ich jetzt mal. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt Kreuz schleppt. Und wenn mein Partner Trümpfe hat, dann sollte er an sich eher mal seine eigenen Vollen auf den Tisch legen. Klar, blank kann man immer spielen, aber jetzt ist er der trumpfstarke Mann. Dann ist es in dem Fall, kann er es natürlich auch nicht sehen, dass er hier gerade auf meine Vollen im Zweifel spielt, aber da bleibe ich jetzt einfach mal unter und hoffe, dass genug Material noch bei meinem Partner ist, dass ich die beiden Kreuzvollen auf Trumpf bekomme. Und das ist jetzt natürlich auch wieder, das kann eigentlich nicht richtig sein. Kreuz hat er nicht, wirft Herz ab, dass er jetzt Pik Ass spielt. Das muss ja die starke Farbe vom Alleinspieler sein. Also das ist natürlich nicht gut gezockt. Also das ist ja die ABC-Regel. Wenn Spieler 2 uns nicht da super blöffen will, also eine schöne Finte spielen will, dass er aus der langen Herzfarbe abschmeißt und dann trotzdem nur einen Pik hat, was eben eher sehr ungewöhnlich ist, dann muss er ja fast jetzt eben die Pik 10 bestellt haben. Also da hätte mein Partner natürlich dann zwingend jetzt Herz spielen sollen aus der 10 im Zweifel. Aber gut, er hat die Handvoll Trümpfe, vielleicht reicht es ja immer noch, vielleicht macht er trotzdem noch beide Trumpfstiche. Aber das sieht jetzt nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Also, das war natürlich nicht gut gezockt. Und es sind genau die 73, also Pik 10, Pik Dame, ist der Stich, den wir mehr bekommen, wenn mein Partner jetzt auf Herz wechselt nach dem ersten Stich. Gut, so ist es gewesen, so ist es passiert. Also 60 Punkte noch vor Spieler 2. Und ein Ansatz. Spieler 2 will auch. Wenn der irgendwas gewinnt, ist er natürlich vorbei. Und mein Spiel ist nicht gut. Will ich ihn denn damit? Aber ich glaube, er wird noch weiter reizen. Also ich glaube, ich nehme es lieber ein bisschen selber in die Hand und halte nochmal die 22 und den 0 gegebenenfalls. Auch wenn das natürlich auch kritisch ist. Aber ihn jetzt den einfachen Pik spielen lassen, ja, ein bisschen die Taktik spricht dagegen. Er hat auch seine zwei Betspiele schon. Also da muss er das verknusen können, dass er ein bisschen Gegenwind bekommt. So, und jetzt bin ich dran. Alles klar, dann wollen wir mal schauen. Herz-Hand machen wir nicht, das schauen wir lieber. Und die Findung, sage ich mal, gibt mir doch recht, würde ich meinen. Dann drücke ich sogar nur, drücken wir 14 oder drücken wir 10? 10 müssten eigentlich lang. Buben ziehen 14, 10 sollten lang, damit haben wir 14, 24, 35, 38, 48, 59. Ich habe immer so das Horrorszenario, ich ziehe den Buben und danach alle vollen laufen, Ass 10, Ass 10 und ich habe 59, dann drücke ich vielleicht doch besser noch den König mit und spiele so den Grang. Und da sehen wir, ich habe mir natürlich wieder völlig umsonst Sorgen gemacht, die Buben hier fallen verteilt. Gut, dann gucken wir mal, ob diese Drückung auch irgendwie für Schneider taugt. 7, 18,
Naja, der Herz war natürlich blank. Herz steht 3-1. Gut, dann wären sie so oder so aus dem Schneider gekommen. 31, also ganz egal, wie ich den jetzt gedrückt hätte. Gut. Gibt es vielleicht noch einen Karo-Stich? Spieler 2 wirft Kreuz ab und kein Stück Karo. Der hat wahrscheinlich Karo König zu dritt, aber das ist jetzt auch egal. Oder sogar zu viert. Das ist jetzt auch egal. Das Spiel wird dann hier mit 89 gewonnen. Und damit hat es hingehauen. 430. Schön sauber zu 0. Ein bisschen ins Risiko gegangen, aber nicht bestraft worden. Heute war mir alles gnädig. Und ich denke, das hat wieder hingehauen. Ich denke, das Video puste ich so raus. Freue mich dann aufs nächste Mal. Wir sehen uns bald mit weiteren Skat-Analysen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gut Blatt.